Weiter. Okay, los geht's. Wünsche uns Glück, Leute. Ist dies die oberste Ebene? Wer da? Wer wagt es, meinen Luftraum zu durchqueren? Ja, jetzt hätte ich auch Panik. Diese Stimme, ist das Rayquaza? In der Tat, das bin ich. Der Himmel ist mein Reich. Verschwindet von hier. Sofort. Aber wir haben keine Zeit für Diskussionen. Wir sind hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Niemals. Ich bin ein Wesen des Himmels. Ihr dagegen seid nur Erdenkriecher. Jedem ist eine eigene Welt gegeben. In über 100 Millionen Jahren habe ich niemals den Erdboden berührt. Und umgekehrt soll es genauso sein. Keine Gnade denen, die sich den Naturgesetzen nicht beugen. Dies ist euer Ende. Flammenwurf. Yes. Klasse. Ja, 51 finde ich gar nicht mehr so schlecht. Sammy, greif an. Richtig, sehr effektiv. Brennen, das ist schon mal gut. Gut. 118, wow. Drachentanz. Drachentanz. Ach du Scheiße. Zwerg und Sinnelbeere. Ja, so eine Sinnelbeere essen. Sinnelbeere. Wir sind die ganze Zeit nur am Fressen, Sammy macht die Arbeit. Scheiße. Yes. Ja. Yes! Yes! Oh, Entschuldigung. Und wir machen unseren Stress. Boah, ich bin fix und fertig, du. Was? Erdbeben? In In der der Luft. Luft! Ja. Das kann doch nicht sein! Wir sind doch hier in den Wolken! Es sind Schockwellen! Und sie sind gigantisch! Das ist es, jetzt verstehe ich! Sieh nach oben, Rayquaza! Was ist das? Das ist ein fallender Stern und er ist einfach riesengroß. Wenn dir niemand auffällt, würde die Welt zerstören. Deshalb sind wir hier, Rayquaza. Wir möchten dich bitten, diesen fallenden Stern zu zerstören. Deswegen also. Ja, beeil dich, zerstöre ihn. Bevor ich das tue, muss ich wissen, wie entschlossen ihr seid. Der Stern ist bereits zu nahe. Wenn ich meinen Überstrahl fessle, hier und jetzt. Werdet ihr auch nicht davon verschont werden. Ja und? Das wussten wir von Anfang an. Wohlgesprochen. Blickt dem Schicksal ins Auge. Wow. Hat was. Ist das ein Traum? Nein, das ist kein Traum. Ich weiß, der Stern explodierte und riss mich fort. Und jetzt wandle ich als Geist zwischen den Welten. Was wird nun passieren? Dieser Schatten. Gengar. Kirkir, Sukaigu. Hat nicht viel gebraucht, dich umzuhauen. Geschieht dir recht. Kier, kier, kier. Was soll ich jetzt mit dir machen?
Ich weiß. Ich bringe dich in die Schattenwelt. Genau das mache ich. Gengar schlägt mich vor. Gengar sagte, er bringt mich in die Schattenwelt. Was ist die Schattenwelt? Lässt er mich in einer Welt zurück, die mir fremd ist? Verdammt, ich habe den falschen Weg genommen. Was? Sieht mir gar nicht ähnlich. Wo geht es denn jetzt lang? Ki ist doch egal. Lass dich einfach hier liegen. So, auf Nimmerwiedersehen. Ich habe irgendwie kein schlechtes Gefühl, was gerade Gengar anbelangt. Hey. Hey, hörst du mich? Wach auf. Ich wette, Gengar hat uns gerade gerettet. Kann das sein? Dieser Ort. Wieder bei Bewusstsein. Oh. Wie, oh, was für ein Oh. Ich bin mir ganz sicher. Ganz sicher. Gengar hat mich dort gerettet. Vielleicht hat Gengar auch Sukeiko gerettet? Irre, du lebst. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Du warst unglaublich. Danke, euch allen danke ich. Aber was ist mit dem Stern? Was ist mit ihm passiert? Quah! Hab keine Angst, der Stern existiert nicht mehr. Auch wenn es nicht sofort geschieht. Die Katastrophe werden ihr Ende sehen. Tatsächlich. Wir haben es geschafft, Sukaiku. Wir haben es geschafft. Die friedlichen Zeiten sind zurückgekehrt. Der absolute Wahnsinn! Das schreit nach Feierei. Ich gebe meine Hydropumpe das Startsignal. Wow, vorsichtig! Zieh mir die Dinger nicht auf mich, klar? Woanders hin, woanders hin! Nein, nein, mach nur! Du machst nur Witze! Ich halte ihn fest, dann kann er nicht entkommen! Oh, nicht schlecht! Lass doch mal Lombrero in Ruhe! Der war der Einzige, der immer zu mir gehalten hat! Und du das ernst? Nein, nicht! So, Kaiku. Ach so, klar, wir stehen abseits. Garbo. Wir verdanken dir alles, so Kaiku. Dir und deinen Freunden. In unserer Welt herrscht wieder Frieden. Vielen Dank für alles. Und nun? So Kaiku, deine Aufgabe ist erfüllt. Bald musst du in deine eigene Welt zurückkehren. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen. So Kaiku, es tut mir so leid. Sag bitte allen Lebewohl. Sammy. Und ihr alle. Es tut mir leid. Aber ich muss gehen. Was? Was sagst du da? Hört mal alle. Ich danke euch für alles. Wie? Gehen? Was meinst du mit ich muss gehen?
Meine Rolle als Pokémon ist zu Ende. Ich muss nun zurück in die Menschenwelt. Unglaublich. Zurückgehen. In die Menschenwelt. Was? Warum? Warum? Verstehe das nicht. Wieso musst du uns verlassen? Haben wir nicht? Sind wir denn nicht Freunde? Ja. Ihr wirst immer mein Freund sein, Sammy. Ich werde euch nie vergessen. Oh, das ist so Kaiku. Ich bin glücklich, dass ich euch kennenlernen durfte. Was soll ich nur machen, wenn du gegangen bist, so Kaiku? Es tut mir so leid. Das heißt jetzt Abschied nehmen. So Kaiku. So Kaiku. So Kaiku. So Kaiku. Ich bin auch gespannt, das erste Mal zu sehen, ob das alles auf dem Kopf war. Ich hab auch Tränen auf. Ja, ich auch so ein bisschen. So Kaiku, nein! Du uns verlassen. So Kaiku hat mir das Leben gerettet. Aber ich habe mich nicht einmal bedankt. Einfach weg. Bevor ich Danke sagen konnte. Du hast recht. Einfach so, auf und davon. Warum ausgerechnet jetzt? Warum jetzt, wo die Welt gerettet ist? Gerade als sich alles zum Guten gewendet hat. So sollte es geschehen. Unsere Welt, sie wurde von Tsukaiko gerettet. Ich sehe zurück. Ich sehe, als Tsukaiko sich gen Himmel erhob, schien es. Als strahlte das Schicksal es Schicksalsergebenheit aus. Die Bereitschaft, das, was kommen würde, zu akzeptieren. Ich denke, ich verstehe es jetzt. Tsukaiko wurde zu einem Pokémon, um uns zu retten. Und als der Stern zerstört wurde, wusste Tsukaiko, dass die Zeit gekommen war, uns zu verlassen. Warum? Warum hat Tsukaiko mir das nicht eher gesagt? Wenn dies absehbar war, warum hat Tsukaiko mir nichts davon gesagt? Diese Worte konnten nicht gesprochen werden. Dein Herz ist nun gebrochen. Und Tsukaiko fühlt den gleichen Abschiedsschmerz wie du. Versuche das zu verstehen, Sammy. Tsukaiko. Was ist das? Ich schwebe Richtung Himmel. Bin ich jetzt ein Geist? Wo ich wohin komme? Stimmen. Ich höre Stimmen. Dein Freund ist furchtbar unglücklich. Ein wahrer Freund, ein Freund fürs Leben. Du merkst es erst jetzt. Wenn du es dir wünschst, von ganzem Herzen wünschst, seht ihr euch vielleicht wieder. Das Ending. Fast ein Jahr hat es gedauert. Es ist so schön, das Ende. Ja, hat sich gelohnt. So, ein Resümee für das Spiel. Spielerisch manchmal ein wenig nervig, manchmal ziemlich unfair, was Monsterräume betrifft und besonders was diverse Flächenangriffe betrifft. Aber eine sehr schöne und gefühlsreiche Story. Für ein Pokémon-Spiel schon sehr gefühlvoll. Ja. Wenn Pokémon später immer noch, also in ein paar Jahren, noch berühmt sein sollte. Ja,
Ich würde mich freuen, wenn mein Kind solche Spiele spielt. Ja. Auf jeden Fall, ich bin baff vom Ende. Also ich fand das jetzt richtig schön. Also Pippi in den Augen. Ja. Ja gut, ich kannte das Ende ja schon, aber ich fand es trotzdem schön. Immer wieder schön anzusehen. Funny money. Oh Mann! Also, das Spiel ist schon sehr gut. Also, ich habe eigentlich noch nie ein GBA-Spiel außer Area of Sorrow jemals durchgespielt. Das heißt, das ist jetzt das zweite Spiel. Und damit auch eines meiner Lieblingsspiele auf dem GBA. Auch wenn ich anfangs nicht davon überzeugt war. Du hast es mir ja aufgeschwatzt, das war dein Lieblingsspiel. Ja, ist es immer noch. Und ja. Ja. Tja, der Abspann ist immer noch nicht zu Ende. Erzähl was. Wir warten da. Also, den warten wir ab. Ja, natürlich warten wir den Very ab. Special thanks an Game Freak. Und ob wir den abwarten. Ach so, da kommt noch was. Ja, natürlich kommt da noch was. Wie nach jedem echten Game. Wir Games, an dem am Ende nach dem Abspann nichts kommt, sind scheiße. Genau. So. Sogar Ginga war am Ende. Eine Daffatzke, warum auch immer. Okay. Unsere Sphäre. Ich will nicht weg von hier. Ich möchte noch bleiben. Bei meinem wundervollen, einzigartigen Freund. Oh. Da sind sie alle. Conny Moni sitzt da. Hey, unten Bubble. Ende. Ja. Hä? Hier endet die Geschichte von Tsukaiko und Sammy. Aber nicht für Team Gerd Frickel. Er steht da so viele Rettungsaufträge aus. Ein neues Abenteuer beginnt. Die legendären Pokémon stehen kurz davor, in Erscheinung zu treten. Geh nicht weg. Ja. So, Leute. Dieses Spiel ist an sich noch nicht vorbei. Aber ich habe immer gesagt, ich werde es bis zum Abspann spielen. Und ob wir noch weitermachen? Ob wir noch weitermachen, überlegen wir uns noch. Ich weiß nicht. Es ist immer noch deine LP. Ich habe da nichts zu sagen. Überlege ich mir noch. Wir können daraus ja noch einen kleinen Extra-Part machen. Ja, mal gucken. So. Also meine Freundin hatte noch eine Idee, was wir euch zeigen könnten, aber ja, das machen wir dann. So, Leute. Das war Pokémon Mystery Dungeon Rayata Team Rot für den Game Boy Advance. Und? Ja. Ja, das war's dann wohl erst. Wir haben noch eine kleine Überraschung. Ja. Ja. Denn? Ja. Was wahrscheinlich keiner erwartet hätte. Willst du es jetzt schon verraten? Meinst du? Nicht? Gut, dann freut euch drauf. Dann. Jetzt werden mich alle für fies halten, ich sehe es schon. Dann sage ich nichts. Sag nichts. So, Leute. Das war's. Es ist endlich vorbei. Mein allererstes LP ist vorbei. Und das ist nur der Anfang, Leute. Safe State. Danke, dass ihr so lange
durchgehalten habt, euch mein LP anzusehen. Biggest Anime Fan ever. Mr. Blubber 15. 1995. 1995 oder so. Mr. Blubber 1995. So. Den wollte ich auch noch grüßen. Der wollte unbedingt genannt werden. Mache ich damit. Am Ende fühle ich geehrt. So. An alle anderen, Abonnenten, Moon Bunny, wen ich da noch alles habe. Ich danke euch alle, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und ja, wir beenden es hiermit. Schatz. Du freust dich sichtlich. Ja. So, Schatz, willst du noch ein paar Worte sagen? Ja, ich fühle mich geehrt, die letzten paar Parts mitmachen zu haben. Oder so. Ja, ich denke, da gibt's nichts weiter hinzuzufügen. Du hast alles gesagt, was gesagt werden musste. Wunderbar. So, freut euch auf weitere. Und dann, ja, haut rein!